Das, was ich hier in den Händen halte, ist ein Buch. Für die jüngeren Zuschauer, es ist so ein Papierding, was man vorne aufklappen kann und dann ganz ohne Mausbedienung Seite für Seite erschließt sich der Text. Und dieses Buch nennt sich 100 Fragen an Malte Burber. Und ich habe jemanden eingeladen, der sich perfekt mit all dem auskennt, was in diesem und auch den anderen Publikationen von Herrn Burber steht. Und das ist Daniel Ackermann und wir reden jetzt über 100 Fragen an Malte Burber hier live Bläserstudio auf Sendung. Hallo Daniel. Hallo Tobias. Schön, dass du da bist. Ja, du bist Malte Burber Netzwerkteacher und dementsprechend kennst du dich mit den Inhalten, die Malte Burber unter anderem in diesen und anderen Büchern geschrieben hat, sehr gut aus. Ja, stimmt. Was macht ein Malte Burber Netzwerkteacher? Ein Netzwerkteacher klingt so komisch. Also lizenziert wäre viel wichtiger. Und wir sind ein Zusammenschluss von Lehrern, die lizenziert sind. Einfach, weil es so viele Leute gab, die auf einen Kurs gegangen sind oder das Buch mal gelesen haben und dann einfach gesagt haben, so, kann ich jetzt, unterrichte ich jetzt auch. Und dem fehlt natürlich jede Menge. Also okay. Wir sind alle gut ausgebildet und haben viele Jahre zusammen mit Malte Burber gearbeitet. Das heißt, ihr bedient euch als Trompetenlehrer dieser Methode, aber nicht nur einfach frei heraus, dass du sagst, oh, das ist eine gute Schule, die kann man benutzen, sondern du hast quasi die Inhalte, die in dieser Methode sind, vom Autor mehr oder weniger selber erlernt und auch eine Prüfung abgelegt oder wie wird man lizenziert? Nein, eine Prüfung wird nicht abgelegt. Also erstmal ist das so, dass man sich natürlich gut kennt und Professor Burber natürlich sehr genau weiß, wer gut unterrichtet und wer gut arbeitet. Mhm. Und so kam das dann und es gab einen kleinen Aufnahmetest, das war aber theoretisches Wissen, okay. Didaktisch, methodisch und auch fachlich, einfach damit er auch sicher gehen kann, dass das alles gut läuft und wir treffen uns auch regelmäßig und besprechen, wie es weitergeht. Wie groß ist der Kreis der Lehrer? Derzeit sind es 20, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Könnte man auf der Netzwerkseite nochmal nachlesen und nachschauen. Diese Bücher hier kommen ja beide mit dem identischen Inhaltsverzeichnis daher und sind, soweit ich das verstanden habe, eine Sammlung von Fragen und Antworten aus einer Kolumne, die in der Clarino erscheint. Ja, richtig. Und insofern gibt es da auch keine Reihenfolge, also es baut nicht irgendwie aufeinander auf, sondern man kann das eine oder mit dem anderen anfangen. Der Themenkreis ist klar umrissen. Ich lese mal kurz vor. Ansatz, Atmung, Gesundheit, Instrument, Klang, Lippen, etc., etc., etc. Eine Frage ist mir interessant aufgestoßen, und zwar die Frage nach der Sinnhaftigkeit von so einem Buch. Mhm. Da fragt einer, die großartige Informationsmöglichkeit, die im Internet herrscht, würde doch ein solches Buch, sage ich mal so ein bisschen von der zeitgemäßen Seite her, in Frage stellen. Ne? Und daraufhin kommt dann die Antwort natürlich, dass man seine Fragen im Internet von sehr, sehr vielen beantwortet bekommt, aber nicht unbedingt von Leuten, von denen man auch sicher sein kann, dass sie wissen, was sie da antworten. Ach, das mit dem Internet, das ist ja Fluch und Segen zugleich. Jeder, der, oder das ist auch ein Problem unseres Berufs, jeder, der drei gerade Töne spielen kann, glaubt manchmal oder sehr oft, es an andere weitergeben zu können und zu wissen, wie es funktioniert. Tatsächlich ist es so, dass Malte Burber der weltweit Erste war, der das Trompetespielen oder das Spielen auf einem Blechblasinstrument komplett auseinandergenommen hat und daraus aus diesen Erkenntnissen eine Methode entwickelt hat, wie man sein Spielen intelligent verbessern kann. Mhm. Und im Internet, natürlich gibt es da Leute und ach, das ist auch wie mit einer guten Trompetenschule zum Beispiel. Mhm. Da stehen viele gute Sachen drin in der Arban-Schule, um das mal das Paradebeispiel zu nehmen. Aber da steht leider auch sehr viel Quatsch drin. Jetzt geht es ja so ein bisschen darum, offensichtlich die alte Frage Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Genau. Woher nimmt der Autor dieser Werke die Gewissheit, dass seine Sachen der Sinn sind und die anderen Sachen, die in anderen Schulen stehen, von anderen Autoren, der Unsinn sind? Die eine Sache ist, dass er sich sehr intensiv mit dem ganzen Dingen ums Trompetespielen beschäftigt hat. Und ich kann nur sagen, alles, was ich in den Büchern gelesen habe, ist so eingetroffen und stimmt so. Mhm. Das zweite ist, über andere Methoden und andere Lehrer zu sprechen, ist immer schwierig. Denn jeder denkt, dass er das Richtige gefunden hat. Und das ist auch in Ordnung so. Mhm. Jeder Student muss für sich oder jeder Schüler muss für sich die Methode rausfiltern, die für ihn am sinnvollsten ist. Die Burber-Methode ist sehr analytisch, das stimmt.
aber bringt es dann ganz oft auf einen Punkt, und wenn man sich damit beschäftigt, dann geht es tatsächlich weiter. Wie hat ein Kollege so schön gesagt, die Malte-Burber-Methode macht glücklich, weil sie ganz entscheidende neue Impulse setzt und eine Übelperspektive gibt. Also deshalb unsere Empfehlung an dieser Stelle ganz klar, eines dieser beiden Bücher oder direkt beide sich anzuschaffen, die kriegt man bei uns oder beim DVO Verlag. Und natürlich kann man weitere Einblicke in die Methode von Malte Burber erhalten, indem man das Festival Trompete Total besucht. Daniel Ackermann wird dort eine Einführung in die komplette Methode für die Blechbläser geben. Interessantes Seminar übrigens nicht nur für Trompeter, sondern auch für die tieferen Alle Blechbläser. Und alle Termine zu Trompete Total im Oktober diesen Jahres ab Ostermontag auf der Website www.trompete-total.de. Und die besondere Nachricht an der Stelle ist, Malte Burber wird auch da sein. Wir freuen uns, und nicht vergessen, immer schön pusten.